Ach, und das wollte ich ja eigentlich auch noch machen. Wer kennt diesen Satz nicht vom Urlaub? Ja, die Urlaubsübergabe, das ist unser heutiges Thema bei Nubo Radio. Wie handhabt ihr die Urlaubsübergabe? Wir berichten aus unserem Arbeitsalltag und wie wir die Urlaubsübergabe mit Office 365 Tools neu gestaltet haben. Seid gespannt! Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Mein Name ist Dominique und ich darf auch aus ganz aktuellem Anlass heute über die Urlaubsübergabe sprechen. Ich darf nämlich jetzt bald mal in den Urlaub gehen. Und wer kennt das nicht? Vorm Urlaub wachsen die To-Dos eigentlich mehr und mehr an und eigentlich will man die To-Do-Liste doch für seinen Stellvertreter eher abarbeiten. Wenn man denn wirklich auch einen Stellvertreter hat, der ein oder andere von euch hat vielleicht auch so direkt gar keine Stellvertretung und nur die wichtigsten E-Mails werden irgendwie beantwortet, da sind wir schon bei Punkt 1, der Abwesenheitsassistent. Ganz klar, Outlook muss immer gepflegt sein, auch bei uns. Punkt Nummer 1 für intern und extern. Aber auch Punkt Nummer 2 ist nicht zu vernachlässigen, und zwar der Status in Teams. Auch das pflegen wir mittlerweile bei uns selbst und auch in unseren Kundenaccounts, damit auch hier direkt über Teams Bescheid gewusst wird, wann denn wir wieder zurück sind und erreichbar sind und wie lange denn die Teams-Nachricht nicht gelesen wird. Viel der Kommunikation läuft nämlich einfach schon über Teams und da ist das ein ganz, ganz wichtiger Status und eine ganz wichtige Information in dem Tool für alle Kollegen oder Kunden. Ich nutze selbst da auch, damit ich es nicht vergesse, wieder rauszunehmen, auch wenn es oben als Banner ja eigentlich immer erscheint, diese automatische Zurücksetzung, genauso wie im Outlook-Assistenten ich dann auch immer diese Funktion nutze von bis und dort dann die Urlaubstage eintrage. Also mit diesen beiden Funktionen sind wir schon mal gut gerüstet, damit andere Personen wissen, dass wir jetzt erstmal unsere freie Zeit genießen. Bis es aber soweit ist, haben wir noch einige Themen, die wir vielleicht an unseren Stellvertreter übergeben müssen. Auch wir haben Themen, die wir intern und auch für unsere Kunden übergeben. Und wer kennt sie nicht, die ewig lange E-Mail, die man eventuell bekommt, weil man sich vorher auch persönlich nicht mehr kriegt und nicht mehr Themen absprechen kann. Das ist so etwas, was wir eigentlich mittlerweile ganz vermeiden möchten. Es klappt nicht immer, zum Beispiel, wenn man jetzt in einem Kundenaccount ist und dann noch eine Information per E-Mail einfach schnell schicken muss, weil man den Kundenrechner vielleicht schon weggepackt hat oder er beim Kunden direkt steht und man am Tag vorher jetzt nicht mehr dort war. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Wir versuchen uns auf jeden Fall immer persönlich nochmal abzusprechen. Das ist, wenn es geht, einfach das A und O. Da können offene Fragen geklärt werden. Das ist alles nochmal ein bisschen verständlicher. Über Teams funktioniert das Ganze wunderbar. Mit einer Bildschirmfreigabe können offene Themen oder aktuelle Punkte noch gezeigt werden auch und dann hat man da ein klares Bild. Aber selbst dann ist es ja so, dass man schon eigentlich ganz gerne auch so eine Art Checkliste hätte. Also mir geht es zumindest so. Ich schreibe mir dann auch die Punkte immer irgendwie auf und auch in so einem Übergabegespräch macht sich der Stellvertreter ja normalerweise dann schon Notizen. Und wo kann man die denn jetzt auch direkt in Office 365 festhalten? Oder wie macht man das Ganze, wenn man sich jetzt vorher tatsächlich nicht mehr über Teams oder am Telefon trifft, so dass es für alle am einfachsten, am verständlichsten und auch am unkompliziertesten in der Nutzung einfach ist? Dann gibt es, ich würde jetzt mal sagen, drei klassische Tools. Das ein oder andere nutzen wir auf jeden Fall auch so schon für die Aufgabenplanung. Das sind nämlich Planner und To-Do im Rennen, aber auch OneNote. Vielleicht nutzt ihr ja auch OneNote zur Urlaubsübergabe. Dann eine Seite. Hier hat man einfach wahnsinnig viel Platz, um Informationen, Status-Updates
und Links und so weiter einzufügen. Also es ist eine sehr freie Urlaubsübergabe. Im Prinzip ähnlich vom Aufbau her wie vielleicht so eine E-Mail, nur dass man in OneNote zumindest mit den To-Do-Häkchen, mit den Aufgabenkästchen oder mit dem Durchstreichen von Texten so ein Bearbeitungselement mit drinne hat. Da fällt mir ein, vielleicht hat das auch jemand in einem Word-Dokument irgendwo zur gemeinsamen Bearbeitung abliegen, ist ähnlich im Prinzip. Also OneNote. Wir haben das auch teilweise schon über OneNote gemacht, sind jetzt davon oder haben das jetzt für kleinere Urlaube aber tatsächlich dann auch nicht mehr gemacht. Es gibt noch zwei weitere Möglichkeiten. Eine große Übergabe haben wir jetzt tatsächlich über Planner gestaltet und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Die Planner-Tasks, klar, können dann abgehakt werden. Wenn was offen oder unklar ist, kann das Ganze aber dann auch einfach nur in Bearbeitung gesetzt werden und Fragen, die mein Stellvertreter oder ich, wenn ich die Stellvertretung bin, während der Zeit aufkommen und ich deswegen das Ganze nicht vielleicht lösen konnte, kann ich in den Kommentaren direkt mit festhalten und den Status und den Fortgang dieser Aufgabe mitkommentieren. Derjenige, der die Urlaubsübergabe macht, kann auch Dokumente, Links und so weiter direkt mit an die Aufgabe dranheften und kann natürlich auch Links, Dokumente und alles beisammenpacken, sodass derjenige, der die Aufgabe erfüllen muss, im Prinzip mit dem Öffnen der Aufgabe alle wichtigen Informationen an einem Platz hat. Dafür muss vielleicht in einem Teamplanner ein Bucket geschaffen werden, das dann Urlaubsübergabe heißt, damit das natürlich oder damit hier die Aufgaben nicht in den einzelnen Planner-Buckets dann rumliegen. Das kann nämlich wiederum zur Verwirrung führen. Ganz praktisch das natürlich auch, wenn mehrere Personen in einem Team verschiedene Aufgaben da übernehmen, dann kann ich die Aufgaben einfach immer der Person zuweisen. Wir haben das tatsächlich getestet in einem Projekt auch. Das hat wirklich gut funktioniert. Da wurden alle Informationen hinzugefügt, der Status so ein bisschen mitprotokolliert über die Kommentare und im Anschluss konnten die Fragen direkt geklärt werden. Und das Gute ist, wenn es Fragen waren, die für das nächste Mal relevant sind, wurden die nicht vergessen, weil sie einfach dokumentiert wurden. Und auch die Lösungen können dann direkt ja wieder dokumentiert werden. Also wirklich eine feine Sache. Und dann ist so für so kleine, ich nenne es jetzt mal Kurztrips oder Kurzübergaben oder auch für jemanden, der vielleicht nicht allzu viel übergeben muss, sondern nur so ein paar Stichpunkte dem anderen mitgibt, dann würde sich auch eine gemeinsame To-Do-Liste anbieten. Hier haben wir nicht den großen Funktionsumfang jetzt, den uns Planner bietet, aber wir haben eine gemeinsame Liste, da können Aufgaben erfasst und abgehakt werden. Es kann ein Fälligkeitsdatum gesetzt werden, sodass nichts vergessen wird und wir können über die Notizen auch direkt schon Informationen mitgeben, um was es sich handelt. Über die Checkliste, also über die einzelnen Unteraufgaben in einer Aufgabe, können auch weitere wichtige Themen mitgegeben werden. Es können darin auch Personen dann erfasst werden, die vielleicht informiert werden müssen über die Aufgabe. Also auch hier haben wir eine Möglichkeit, das Ganze relativ einfach und schnell zu gestalten, aber doch mit einem großen Mehrwert im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu einer Outlook-E-Mail, weil da kann ich die Aufgaben nicht abhaken, habe auch nicht so das Gefühl, dass ich irgendwie was erledigt hätte. Da ist To-Do dann doch einfach immer ganz, ganz schön, weil wer hört denn nicht gerne das Bling von einer erledigten Aufgabe? Vielleicht direkt sogar, wenn es in der Stellvertretung ist und ich sowieso froh bin, wenn ich die Aufgaben nach und nach abgearbeitet habe. Also wirklich zu empfehlen, mal auszuprobieren. Wir haben bisher gute Erfahrungen, gerade wie gesagt mit dem Planner gemacht oder auch mit To-Do. Wir interessieren uns natürlich aber auch immer dafür, wie ihr eure Urlaubsübergaben macht. Also schreibt uns gerne, wir freuen uns über Feedback. Vielleicht habt ihr ja auch noch die ein oder andere Idee in den Office 365 Tools, die ihr nutzt. Und ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf meinen Urlaub. Hab euch heute mal einen Einblick in unseren
Prozess vor so einem Urlaub geben dürfen, habe meinen Abwesenheitsassistenten und meine Teams-Benachrichtigungen gesetzt. Was ihr natürlich auch nicht vergessen dürft, ist die mobilen Apps, also auch auf eurem Smartphone, wenn ihr in den Urlaub geht, die Benachrichtigungen zu deaktivieren, eventuell auch die SIM-Karte oder das Handy mal auszuschalten. Denn natürlich gibt auch hierüber ansonsten die Möglichkeit, das Ganze wieder mit einer Pop-up-Nachricht doch mal schnell reinzugucken. Also denkt auch daran. Und damit bleibt mir heute nur noch zu sagen, denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge, willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio, als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken!